Und am Wort Maria Smolitsch-Neumann von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, danke fürs Wort. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren in der Galerie und Zuschauer zu Hause. Ich möchte mich auf das Thema Beraten statt Strafen beziehen, denn bisher galt ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wer von uns kann jetzt wirklich von sich behaupten, dass er alle Gesetze und Vorschriften ad hoc in der Situation kennt? Und es wurde heute schon erwähnt, es tritt hier ein Paradigmenwechsel ein. Und das ist deswegen nicht unbedingt gleich was Schlechtes, sondern ich denke, das ist schon ein anderer und ein neuer Zugang, wenn man sagt, dass eine Behörde durchaus auch einmal beratend tätig werden kann, bevor sie auch wirklich eine Strafe ausspricht. Und an die Sozialdemokratie gerichtet möchte ich schon festhalten, sich hier jetzt als sozusagen die Robin Hoods, um es noch einmal zu strapazieren, der kleinen Unternehmer sozusagen aufzuspielen. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass im Arbeitsinspektoratsgesetz von 92 Beraten statt Strafen bereits verankert ist, allerdings mit einer Kann-Bestimmung. Und wer Wiener Unternehmer ist, der weiß, wie oft das Kann statt einem Muss dann vollzogen wird. Warum das jetzt auch so wichtig ist, ab wann ich in einem Verwaltungsstrafverfahren bin oder nicht, hat auch insofern eine Auswirkung, denn sobald man in einem Verwaltungsstrafverfahren ist, kann es durchaus sein, dass man Nachteile hat bei Ausschreibungen oder Förderansuchen. Deswegen ist es durchaus keine Unerheblichkeit, ob man vorher beraten wurde und erst im Wiederholungsfalle oder im schon erläuterten, sehr genau erläuterten Falle schon in einem Strafverfahren ist. Da wir durchaus daran interessiert sind, eine ernsthafte Diskussion zu führen, auch in dem Zusammenhang, wenn es nicht um eine Zweidrittelmehrheit gibt, hat es jetzt gestern noch ein Treffen gegeben, gemeinsam mit der Stadt Wien, um auch noch die letzten Sorgen und Nöte sozusagen auszuräumen. Vielleicht ist Ihnen das noch nicht zugegangen, werte Kollegen der Sozialdemokratie, vielleicht wollen Sie auch noch kurz, wir haben glaube ich noch zwei Redner bis zur Abstimmung, kurz mit der Frau Stadträtin Siemer einmal Rücksprache halten. Und in diesem Zusammenhang darf ich einen Abänderungsantrag bringen, den ich hiermit und jetzt verlesen möchte. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Magister Gerstl, Magister Stephan, Kolleginnen und Kollegen zum Ausschussbericht 227 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrengesetzen 2008, das Allgemeine Verfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, und das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz geändert werden soll, 193 der Beilage. Der Nationalrat wolle in der zweiten Lesung beschließen. Der dem oben bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzestext wird wie folgt geändert. In Artikel 3, Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, Ziffer 14, wird in § 33a Absatz 1 nach der Wortfolge unter Anführungszeichen, so hat ihn die Behörde, Anführungszeichen geschlossen, die Wortfolge, Anführungszeichen, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, Anführungszeichen geschlossen, eingefügt. Also ich denke, hier sollte jetzt kein Hindernis mehr sein, dass auch die Sozialdemokratie zustimmen kann. Dankeschön. Ein weiterer Abänderungsantrag, diesmal von Seiten der Regierungsparteien, eingebracht von der Abgeordneten Smolitsch-Neumann.